Ich habe lange drauf gewartet. Cognac? Ich dachte, Mann von Welt trinkt heutzutage Whisky. Oder Gin. Nur die Ahnungs- und Mittellosen. Dieser Cognac hier enthält Anteile verschiedener Brände aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, Sie geben uns heute nach Feierabend einen aus? Der ist doch nicht zum Trinken. Das ist eine Geldanlage. Jeder Schluck dieses Cognacs kostet in etwa... Na, vergessen Sie es. Davon verstehen Sie nichts. Wir brauchen dringend Ethanol. Moment. Haben Sie den Verstand verloren? Lassen Sie das! Es ist ein Notfall. Methanolvergiftung. Es geht nicht anders. Tut mir leid. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Methanoltest? Den haben wir hier bestimmt nicht. Ich hatte auch erst einmal mit Methanol zu tun und da ging alles ins Labor. Worum geht's denn? Sekundär von Hatzfeld stört gerade. Es gab ein weiteres Opfer und ich habe die Flaschen sichergestellt. Ja, wenn schnell gehen muss, dann machen wir den Test gleich hier. Ja, Sie haben richtig gehört. Herr von Hatzfeld behauptet, er kann das. Okay, bis gleich. Gut, dann bereite ich schon mal alles vor. Das ist also der Gin. Offenbar eine Fälschung. Und der Methanolanteil scheint ziemlich hoch zu sein.